So Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Es geht weiter mit Going Medieval. Wir sind immer noch beim Umbau, sollten uns jetzt auch mal langsam auf den Winter vorbereiten, Klamotten machen, vielleicht machen wir noch ein paar Bögen und vielleicht fangen wir auch mal an, unseren Zaun zu bauen. Also dann, fangen wir an. Der Undertaker. Ah, alle schlafen noch friedlich. So, da. Dach wieder ausblenden. Oh, da fehlt sogar das Bett noch. Moment. Wenn da noch ein Bett fehlt. Oh, der passt noch. Vielleicht sollten wir unsere Jäger auch mal wieder zum Jagen schicken. Ich glaube, irgendwie immer nur Eintopf essen ist jetzt auch nicht so toll. Und aus diesem Feld hier müssen wir irgendwie noch Flachsfelder machen. Was gar nicht so einfach ist. Ich glaube, du erwischst nur die Gerste. Das ist, glaube ich, das Problem. Brauche Flachsfelder. Ich kann Flachs abbrechen? Nee. Ich kann es schneiden abbrechen. Achso, das ist Gerste außerdem. Aber wenn wir Gerste haben, dann müssen wir uns auch mal um Bier kümmern. Das heißt, irgendjemand darf jetzt Bier machen. Bier. Mit Kräutern. Nee, wir machen ganz normales Bier. Für immer. So, Bier für immer. Forschung sowieso für immer. Sie haben endlich mal die Bäume abgerissen hier. Schön. Jetzt suchen wir mal Wildtiere. Was bist du? Ein Wolf? Ist vielleicht nicht so gut zum Jagen. Guck mal hier. Hier kann man doch schön jagen. Hackernickel. Sehr schön. Da sollen meine zwei Jäger mal loslaufen. Und dann können sie jagen gehen. Hungrig. Schafft Ressourcen, hungrig. Da ist ein bisschen Lehm. Oh, das sind 100 Lehmhaufen. Holzhaufen, 100. Okay, von manchen Sachen habe ich definitiv mehr als von anderen. Ich habe auch noch irgendwas geforscht. Rüstungsmacher. Genau, den können wir auch noch ins Bastelhaus bauen. Wenn noch Platz ist. Irgendwo ist bestimmt noch Platz. Rüstungsmacher. Oh, der ist aber groß. Dann brechen wir das Bett hier ab. Machen da den Rüstungsmacher rein. So ist schön. Beim Holzdingens. Ah, hier fehlt. Es fehlt Leinen. Wir brauchen dringend Flachs. Da brauchen wir ein paar Bogen. Oh mein Gott. Douglas jagt. Hoffe ich doch für ihn. Vielleicht ist er auch wieder erfolgreich. Ich glaube, ich habe zu viele Felder. Ich glaube, ich habe zu viele Felder.
Dr. Osborn, der rennt nur rum. Oh, irgendwo wird's gebaut, gehackt. Ja, ich glaube, Holz brauchen wir jetzt erstmal nicht. Da gibt's jetzt Wichtigeres, was du tun kannst, Junge. Oh, da liegt auch noch. Da ist auch noch Holz. Holz lassen wir mal noch stehen. Wir brauchen dringend Flachs. Bereitet Essen zu. Dringend Flachs. Douglas, Umgang mit Tieren, Fertigkeit ist nun Stufe 6. Schön. Schön, schön, schön. Könnte jetzt jemand mal diese Gerste schneiden? Warum nicht? Ich kann da kein Flachsfeld draus machen. Aktionen. Abreißen. Geht nicht. Was habe ich hier für Aktionen? Nix. Ich kann hier nichts tun. Ich glaube, ich muss einfach warten. Oh, guck mal, ganz viel Wild. Kann das vielleicht auch jemand jagen? Habe ich noch einen Jäger? Hm. Irgendwie, ich weiß nicht, die Tage sind zu kurz oder... Leute haben keine Lust oder... Was ist Problem? So, das hier sollte ich auch noch irgendwie erreichbar machen. Der Osborn, der transportiert nur hin und her. Er macht nichts anderes mehr als transportieren. So, dann geht mal ins Bett jetzt. Auch jetzt Flachs. Vergiss doch mal die Gerste. Das geht einfach nicht. Ich kann die auch nicht schneiden, wenn sie noch nicht fertig ist. Ich glaube, die haben einfach zu viel zu tun, die Leute. Aber jetzt könnte ich eigentlich die restlichen Zinnen hier auch abreißen. Das ist toll, wenn man sieht, wo man jetzt abreißt und wo nicht. Ich bin begeistert. So, Ilaria schreibt. Vielleicht sollte die auch mal noch eine andere Tätigkeit kriegen, oder? Vielleicht sollte man die Forschung mal ein bisschen runter priorisieren. Jagen kann sie nicht so gut, Bau kann sie nicht so gut, Botanik kann sie relativ gut, Ernten kann sie auch ganz gut, Pflanzen schneiden, klar, die hat Botanik, alles was irgendwie Botanik ist. Zimmerhandwerk. Bogenbauertisch. Oh, das ist Zimmerhandwerk. Wer kann Zimmerhandwerk? Raymond, unser Koch. Aber der hat schon so viel zu tun. Das könnte Hilaria doch mitmachen. Habe ich jetzt eigentlich... Jetzt mal ernsthaft. Habe ich jetzt Bogen? Nee, habe ich nicht. Ich habe... Zu viele Arbeiten für zu wenig Menschen. Ich sehe das schon. Also irgendwie gefällt mir so nicht ganz. Aber jetzt müssen wir uns echt mal um eine Verteidigung oder sowas kümmern.
Da machen wir 1, 2 Abstand. 1, 2 Abstand. So, dann bauen wir erstmal eine Holzwand, ne? Das wird super. Falsch ausgeführte Pflanzenernte. Ist mir egal. Ich muss da jetzt Dingens pflanzen. Oh, jetzt geht's. Das Problem war also, dass du die Gerste ausgewählt hast. Ja, es ist ein bisschen schwierig manchmal. So, und dann machen wir Flachsfeld. 5 mal 5. Schön. Uriel baut. Und ab ins Bett mit euch. Errichte deine Verteidigungsanlagen. Warum? Also, nur so eine Frage, warum? Habe ich irgendwas verpasst? Kommt da irgendwas auf mich zu oder so? Hoffentlich nicht. Hoffentlich nicht. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Tür. Die bauen wir gleich ein, sonst wird es hier eh nichts. So, und dann ist die Frage, ob ich da einen Boden drauf bauen kann. Kann ich da jetzt einfach so einen Boden bauen? Weil das wäre schon echt hilfreich. Ah, es sieht ganz gut aus, als würde es funktionieren. Chronik wurde zu Kompost. Aber das fuchst mich schon ein bisschen, dass die Chroniken zu Kompost werden. Das ist doch irgendwie doof. Haben die so schlechtes Papier, dass es verfällt oder was? Aber okay. Dann ist es halt so, ne? So, gerade Holztreppe. Einmal hier. Einmal hier. Nee, nicht in dem Haus. Dahinter, genau, so. Angriff der Abkömmlinge. Sie wollten Sklaven, sie wollten Blut. Wilde Räuber, die plündern und brandschatzen, stürmen dein Dorf. Die Leute von Gravesend griffen zu den Waffen und machten sich kampfbereit. Ja klar, die kommen jetzt von der Seite, wo nichts ist, ne? Das war ja fast zu erwarten. Wer hat denn jetzt eigentlich Waffen? Jetzt hat natürlich immer noch keiner die Dinger gebaut, ne? Tätigkeiten. Anfertigen. Oh oh. Zimmerhandwerk. Aber ich kann das doch nicht. Ich kann das doch nicht. Das mit dem Angriff. Wie ging denn das nochmal?
Wer hat jetzt Waffen? Nur Douglas und Hilaria. Wo sind meine ganzen Waffen? Das wird wieder nix. Das wird wieder nix. Osborn, Douglas, Hilaria. Ja, genau. Das wird wieder nichts. Das ist so schlecht. Hilaria geht's nicht so gut. Hat noch irgendeiner eine Waffe? Oh Gott. Ich habe zu wenig Waffen. Es ist doch... Was? Er ist tot. Er ist tot. Die töten meine Bewohner. Ach du Schande. Das lief ja noch schlechter als letztes Mal ab. Die belagerten Siedler wurden im Herbst des Jahres 1353 angegriffen. Ihre Tortur dauerte 3 Stunden 34 Minuten. Nicht jeder überlebte diese schicksalhafte Begegnung. Gravesend verlor einen seiner Bewohner. Ausgerechnet Douglas. Ein eingeschworener Feind starb während des Kampfes. Juhu! Hilary Hyde war am tapfersten unter den Siedlern und versetzte dem Feind die meisten Schläge. Osborn Mills nahm den meisten Schaden durch den Feind und dachte nur daran, Gravesend in der Stunde der Not zu verteidigen. Nein! Die haben tatsächlich... Oh nein. Nicht euer Ernst. Die packen den Leichnam einfach so auf den Haufen oder was? Finde ich jetzt nicht so gut. Kann den mal einer holen? Du sollst jetzt nicht bauen, du sollst... Oh Mann. Lief ja super. Ah, es ist auch noch der, der... Das ist auch noch der, der behandelt. Wer hat noch relativ hohe Medizin? Raymond. So, Priorität am höchsten. Behandeln ist immer am höchsten. Und gesund pflegen. Die soll mal ruhig bauen, das ist, ja. Das mit der Verteidigung, das hat wieder nicht so gut funktioniert. Ja, ich war einfach einen Tick zu spät dran. Beim nächsten Mal klappt's vielleicht. Immerhin bauen wir jetzt Wände. Und was liegt hier alles? Ein Dolch? Dolch aus Eisen. Kettenhaube. Holzschild. Ha, da habe ich aber gute Beute gemacht. Aber dafür habe ich meinen Jäger verloren. Kann den jetzt mal einer holen? Raymond. Du bist doch jetzt unser... Sind wir jetzt immer noch im Angriffsmodus? Nee. Rückenschmerzen. Motorische Funktion minus 5%. Ah, die haben auch noch irgendwelche Statuswerte. Ah, Raymond holt den Verwundeten und trägt ihn ins Bett. Das ist doch schön. Das ist sehr nett von Raymond.
Vielleicht funktioniert es auch noch, bevor er selber ins Bett geht. Ja. Und wenn die jetzt eh schon wieder ins Bett gehen, dann können wir auch Schluss machen für heute. Es war ein nicht ganz so erfolgreicher Tag. Wir haben einen Siedler verloren. Oh mein Gott. Wo ist die Leiche hin? Na, liegen da noch. Bitte sag mir nicht, dass sie die kochen. Bitte nicht. Naja. Wir werden sehen, was beim nächsten Mal passiert. Wir müssen die Verteidigung verbessern. Definitiv. Wir brauchen mehr Bogen. Definitiv. Das kriegen wir alles hin. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.